Get your hands off me! What the hell? What is going on here? Get off me! Get it off me! Get it off! What's with the cuffs? Sorry, but I can't take any chances. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. And who the hell are you? Lieutenant Colonel Samuel Hardy. Don't resist and you'll be fine. We just need to be sure you don't pose a threat. Man, we no threat. The threat's on Benort. You have any idea what's happening back there? We have an idea. We're hoping you can help us fill in the details. Especially her. You keep the hell away from her. Frank Serpo. I should have guessed. Are you the one in charge of this clusterfuck? Watch yourself with this guy. This freak would sell out his own mother. If he had one. Take the immune down to the lab. The two others will come with me. Lab? Hey, do we look like goddamn guinea pigs to you? I'm a citizen of the USA, man! I got motherfucking rights! Back off, Serpo. But just stay out of it. What the fuck, man? Don't do that again. One less immune won't make any difference. Now take him to the lab. You may have command over Palinai, but on this ship, I'm in charge and I have my orders. Your orders are to follow my orders, Colonel. Would you like me to call your superiors? Somebody tell me what the fuck is going on here. Nebel auf See. They have a very high tolerance, Mr. Serpo. I've already administered 3 doses. So how much longer? You said we'd have results by now. Sir, this is uncharted territory. We'll need another day at least. Just be careful. We don't want them dying on us. What about the native woman, Yerima? That's a more complicated case. She's being taken to another location. Don't worry. I'm keeping a close eye. Oh, God. Oh, my head. Oh, what the hell happened? Motherfuckers drugged us. Who are you? Hey, we're talking to you. I'm nobody, really. You've been bitten. How long has it been? Long enough. I guess it doesn't affect me. Are you immune too? So it seems. What? They plant you here to spy on us. Right. That's one beat to shit like this. It's all part of my cover. So they tested you too? Yeah. I'm guessing they're trying to figure out why we're all immune to this. How'd you get here? I was a soldier before the shit hit the fan. Part of a huge humanitarian search and rescue operation. And then that civilian arrived. Serpo. Right. Suddenly, the military was no longer in charge, and the rescue operation was called off. So what are they up to? All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago. No one's allowed in or out. Whatever the fuck is going on, there's nothing to do with humanitarian efforts. That's pretty clear. Christ, I'm still losing. Are they going to keep me here? This is Colonel Hardy. The ship's been compromised. If you're down in the hold, I'm opening all the cell doors. You'd better find a way out of here. Where is it? Boah, was für Lärm. Ja, und damit herzlich willkommen zu Dead Island Riptide. Wir testen das Ganze jetzt mal ein bisschen. Ich würde sagen, so eine halbe, dreiviertel Stunde schauen wir uns das Ganze mal an und geben dann das Fazit.
Das Let's Play dazu wird auch noch kommen, aber ich spiele erstmal mit dem guten Yukio Dead Island. Und dann kommt das hier. Mal schauen, wie lange das dauert, weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns mal um, was es hier so Nettes gibt. Da ist auf jeden Fall unser Ziel, entkomme aus den Zellen. Das machen wir natürlich. Voll laut, ey. Und das hier ist sozusagen der ja, Nachfolger, der direkt an den ersten Teil anschließt. Wie man eventuell schon gemerkt hat. Wir haben da ein Seil. Den Schlauch. Aha. Hier kann man also wahrscheinlich wieder ein bisschen die Sachen zusammenbasteln. Kommen wir hier rein? Nö. Okay. Klammer. Und es gibt ja auch einen neuen Charakter, aber den habe ich mal jetzt noch nicht genommen. Ich habe hier mich für die Xian entschieden, die ich auch im Let's Play spielen werde. Um mich einfach mal ein bisschen mit der auseinanderzusetzen. Boah. Suche einen Weg zum zweiten Deck. Okay. Grafisch hat sich, so wie es aussieht, eigentlich nicht viel getan. Wenn dann so, dass man kaum was erkennt. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Denn es ist ja auch schon eine Weile her, ne? Seit es den ersten Teil gab. Hallo? Hallo? Kann man eigentlich wieder treten und so? Yeah. Na, bewegen. Ducken. So hier. Wow. Schrei doch nicht so. Ey, ihr erschreckt mich erstmal voll. Natürlich die ersten Minuten wieder ein bisschen horrormäßig und dann geht's wahrscheinlich ganz normal weiter. I need to find a weapon. I need to find a weapon. Weapon haben wir hier, glaube ich. Sieht schon mal so aus, genau. Oh, Hallöchen, gar nicht mal so schlecht. Brecheisen, ich hoffe, das geht nicht so schnell kaputt wie das erste in Dead Island. Da waren ja die Waffen sofort kaputt. Hier kommen wir anscheinend nicht durch, okay. Aber dort. X halten. Ja, und hier läuft man natürlich so auf die ersten Momente zu, wo man mit den Zombies in Kontakt kommt. Finster hier wieder. Meine Güte. Wir befinden uns hier auf einem Schiff. Wie ihr ja gesehen habt. Ich habe auch den Prolog. Moment. There's no one here, Captain. Not anymore. Und ich habe den Prolog rausgelassen übrigens, denn der fasst den ersten Teil nochmal zusammen. Und um hier mal nicht zu spoilern, habe ich das mal weggelassen. Ich hoffe, das stört keinen. Ansonsten kann man das sicherlich schon woanders im YouTube-Netzwerk nachschauen. Was haben wir denn da? Polizeiknüppel. Naja, gut. Da ist mir die Brechstange aber gerade ein bisschen lieber. So, wir gehen mal rein. Fleisch? Okay. Wer auch immer einfach Fleisch in irgendeinem Schrank hier liegen lässt. Oh, geht schon mit Blut los, ey. Das ist ja super. Wo müssen wir denn lang? Also auf jeden Fall in die Richtung. Vielleicht gehe ich erstmal hier hinten rein. Ach gut, das ist ja gleiche Tür. Das ist auch wieder so was Sinnvolles hier. Zwei Türen für einen Raum. Aber gut, ich möchte mich mal hier nicht mit dem Architekten anlegen. Ach, guck mal, da ist wieder so eine Werkbank. Haben wir also auch wieder. Das ist zu? Okay.
Na, nicht, dass ich irgendwas liegen lasse, will ich ja auch nicht. Aber da müssen wir jetzt theoretisch noch gar nicht so viel machen können, ne? Ja, das ist ja alles noch ganz upgraden. Nö, lassen wir jetzt auch mal. So viel Geld haben wir noch nicht. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier geht's auch hoch. Ich habe ein bisschen Angst hier vor dem. Hallo? Oh oh. Alter! So, ich muss am Feuer vorbei, aber wie? Moment. Ich muss mal hier hinten, aber hier scheint nichts zu sein. Kann ich hier vorbei? Ja, ich kann da runter. Okay, da gehen wir mal runter. Kannst du bestimmt irgendwas machen wieder. Hier rein, oder? Ist richtig? Hier hinten nicht, also vielleicht die Leiter hoch. Hoffentlich ohne Überraschung. Okay. Und Benzin abstellen. Looks like the walkway is clear. Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch, jetzt müssen wir da lang, okay. Oder nee, wir kamen ja von hier, stimmt. Ich Idiot. So. Und hoch. Ja, und da hört man schon. Da hinten kommen sie. Okay, ich bin bereit. Oh nein, so, wir fangen auch nicht bei 0 an übrigens, ich glaube Level 15 oder so. Man kann ja auch seinen alten Charakter einbinden, aber ich war ja mit dem noch gar nicht so weit. Wir haben jetzt nur 2 Folgen aufgenommen von Dead Island, der Rest kommt erst morgen. Und für euch geht es dann am 2. Mai los mit unserem Let's Play. Hier los! Hier wird nicht geknabbert. Kann ich noch nicht nehmen, Level 16. Kann ich ihn mitnehmen? Ja, mitnehmen kann ich ihn. Oh, da lebt noch was. So nicht! Oh, überall stehen die rum hier. Oh, der war schon tot. Ich nehme das jetzt mal alles mit hier. Scheiß drauf. Da oben ist noch einer, okay. Bloß nichts liegen lassen. Was ist hier drinne? Ja, ich glaube, hier müssen wir noch nicht lang. Erstmal hoch, vermöbel den erstmal nicht, dass sonst noch ein Rücken fällt. Kommt da noch einer? Doch, kommt einer. Na komm her. Trau dich. Ich mach mal so einen Jumpkick. Au! Der war nicht geplant. Hätte auch keine Ahnung können, dass es hier plötzlich losgeht. Komm her. Normal, zack. So, der hat da auch noch was dabei.
Oh, da lag noch was. Schweres Rohr, ne? Das nehme ich doch mal. That's it. I'm going vegan. Brauche ich was zu trinken? Ja, ich nehme mal ein Schlückchen. So ein bisschen Watt kann ja nicht schaden. Der ist schon tot, okay. Aber der fetzt nicht so wie der andere. Komm, ein Kopf. So, kritisch. Wie das Gamepad immer vibriert bei jedem Schlag. Aber das gefällt mir nicht für meine andere Waffe. Ich will die von vorn. Ist das die gewesen? Ne, das ist die andere. Die will ich. Genau. Energy Drink hinterkippen. So. Lebt hier noch wer? Ja, der lebt natürlich noch. Bleibe leben. Alles so verwinkelt hier, aber so ist das nun mal auf so einem Schiff. Ich hätte gerne ein Messerchen oder sowas. Ich bin ja eigentlich so Klingenexpertin. Mit dem Charakter. Der lebt doch bestimmt noch. Ja. Verarschen kann ich mich auch. So. Zum Glück ist die KI hier nicht gerade die schlauste. Oh, guck mal. Alles schlechter. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen soll. Wie viel Platz haben wir denn noch? Ach, egal, ich nehm's mit. Scheiß drauf. Alles mitnehmen, was wir hier kriegen können. Wo muss ich denn hin? Erzähle mal. Da hinten hin. Ja, den klaue ich mal noch. Der ist hoffentlich tot. Aber wo soll ich jetzt hin? Da hinten lang. Ja, sieht gut aus. Na, da kommen sie wieder. Komm her. Haut euch. Au. Ja, zwei kann ich nicht auf einmal treten. Hä? Hast du gesehen? Der eine ist weg. Der ist in den Boden geklitscht. Wo ist denn der jetzt hin? Der ist jetzt auch weg. Ja, das Spiel hat noch ein paar Bugs, wie man merkt. Aber naja, so ist das halt. Eigentlich ganz normal. Am Anfang haben die Spieler alle Bugs. Hauptsache, die Bugs sind nicht zu groß. Wobei ich sagen muss, in Bioshock, glaube ich, gab es keine Bugs. So offensichtliche. Kann ich zumindest nicht erkennen. So, wir haben das jetzt. Weiter geht's. Ich will ja eigentlich noch ein bisschen zeigen hier. Möglichst über das erste Kapitel kommen. Ja, hier verschwinden ab und zu mal die Objekte. Warte mal, wenn man sich hier so dreht. Ja, da, weg ist es. Ist eigentlich auch nicht schön. Wow, Alter. Was haben die jetzt gemacht eigentlich? Warum sind wir so weg? Ach so, weil ich was werfen konnte. Ah. Ich kann auch werfen. Hab ich auch noch nie ausprobiert. Aber meine Würfe sind ja nicht so geil. Weil ich bin ja kein Experte. So wie der Logan, glaube ich, war's. Der ist ja Wurfexperte. Nehmen wir mit, alles, was wir hier kriegen können. So, hier ist. Na, da ist eine Kiste. Let's take a look. Ah, brauche keine Sau. Just too much water. The ship's going down. Trägt das Wasser an oder sieht es denn so aus? Oh! Au! Oh,
kommt, glaube ich, noch einer. Ich hätte gerne einen Energy-Trink oder sowas. Gibt's hier sowas nicht? Ob du es. Ach, hier. Das geht auch. Ich warte nur, wie ich das Medikit einsetzen kann. Okay. Moment, wir können doch bestimmt ins Inventar irgendwie, oder? So geht's nicht. Werfen. Ach, mit B. Sehr schön. Was ist überall? Ja, ich lock die erstmal hier so ein bisschen raus. Sonst fallen die mir noch alle in den Rücken. Alkohol, ja, das nehme ich schon gerne. Da hab ich Lust drauf. Ist ja bald Männertag, da kann man das ja mal ein bisschen sammeln schon. So. Okay. Wie gesagt, die KI ist jetzt nicht die beste, obwohl ja das eigentlich passt zum Zombie, denn Zombies sind ja auch nicht unbedingt schlau. Zumindest die typischen Zombies. Hallo? Hab ich noch nicht mal gesehen, wollte schon ausholen. Ach, das ist auch noch einer. Hier bin ich, hallo. Hallo. Kann ich hier einschleichen? Oh. Oh. Probieren wir das Werfen, wenn er mich schon nicht so beachtet. Jetzt kann ich das so oder so. Ach. Jetzt hat das Spiel gleich mal geruckelt. Wer weiß warum. So, nehmen wir das Zeug mal wieder mit. Ja, das Spiel läuft leider nicht ruckelfrei, ist schade. Aber da kommt sicherlich noch ein Patch, wo das Ganze dann besser läuft. So ein bisschen so Ladesachen, die werden dann halt mit Ruckeleien überbrückt. Ist nicht so schön. Ach du Heiliger. Erreiche das Oberdeck. Oh, eine Pistole. Alter Falter. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu bereit bin. Was ist los hier? Alter. Schrotflinte? Da haben wir schon zugeballert mit Munition. Und Waffen, alles Mögliche. Das Medikit würde ich gerne mitnehmen, genau. Das sieht ja jetzt gut aus. Oh oh. Jetzt werden wir mal sehen, wie sich ein Ego-Shooter mit Gamepad spielen lässt. Vorne ist schon einer. Oh, eigentlich ganz nett. Ja, geht eigentlich. Gut denn noch? Weiß nicht, hier hat er mir gerade irgendwas angezeigt, aber nö. Okay. Ach, Messerchen. Ah, geil. Jetzt haben wir endlich mal was Spitzes. Oh, hier. Ein blauer Gegenstand, Freunde. Nehmen wir dann doch erstmal den. Schon unseren ersten blauen Gegenstand gefunden. Am Anfang des Spiels. Meine Güte. Werf ich mal. Hier los. Ah, herrlich. Hä? Aber nicht das. Moment. Schraubenschlüssel da oben. Den will ich. 40 Meter. Wir müssen erstmal hier runter und dann wahrscheinlich da hinten wieder hoch. Au, hey. Ganz ruhig hier, Kollege. Ach du Scheiße, die Wellen, ey. Boah. Das sieht dann schon wieder gut aus, ne? Ist jetzt kein Assassin's Creed, aber hat trotzdem was mit den Riesenwellen.
Was brüllt denn hier so, Freunde? Es ist noch früh. Ah! Ich hab schon so gute Tretschuhe an. Ich würde gerne auf eine Waffe wechseln. Mal nachladen. Jetzt haben wir's. So, das war ein Headshot, glaube ich. Oh, ein Head und ein Handshot. Head und Hand. Wie kann ich denn eigentlich nachladen? Weiß ich gar nicht. So, damit haben wir auch die Waffen mal ausprobiert. Auch schön. Ach na. Wow. Sau. Aber ähnlich wie in Bioshock haben die das mit diesen Tropfen auf dem Boden auch nicht schlecht gemacht hier. Sieht zwar nicht so schön aus, weil es so schnell ist. Dennoch, sie haben es gemacht. So, ich wechsle mal wieder zur Nahkampfwaffe. Könnte man das Messer ausprobieren, aber das habe ich jetzt gerade hier nicht drin. So, muss ich jetzt hin? Hier hinter oder wie? Richtig? Nee. Da geht's auch nicht weiter. Dann wahrscheinlich hier hinten. Er hatte noch ein bisschen was dabei. Ach, hier in die Tür rein. Nee. Hä? Hinten war da nichts weiter, oder? Hier unten durch. Ah. Dann hier oben rauf. Zack. Ey, die haben ja Waffen. Scheiße, dann nehme ich lieber auch mal welche. Guck mal da. Ihr kommt nicht hoch. Cool, was kann ich denn da machen? Juhu! Bam! Geil! Das ist, glaube ich, auch neu. Nee, das nehme ich jetzt nicht mit. Wir laden mal nach. Geht das nicht? Achso, hab schon nachgeladen, okay. Da hoch gehen wir auch gleich. Vorsichtig. Oh. Ich glaube, die Waffe hebe ich mir mal doch lieber auf für entsprechende menschliche Gegner, die werden wir sicherlich auch noch haben. So. Und hoch geht's. Noch mal leben. Was ist das denn? Da kommt das nicht auf. Ich will aufschießen. Sehr schön. Zeigen solche großen Waffen auch in Dead Island 1? Das habe ich nämlich noch gar nicht so weit gespielt. So eine große. Kann man denn irgendwie was wegschießen hier? Ein Bein oder so? Oh.
Da brauche ich mal was anderes. Hallo? Da. Irgendwas Nettes. Ja, die haben ja alle Geld dabei. Meine Güte. Der lebte noch. Sieht auch nicht so lecker aus. So, erreiche die Brücke. Natürlich. Machen wir natürlich. Einfach den anderen hinterher, schätze ich mal. Ich muss aber mal ganz kurz gucken. Achso, ich weiß ja nicht, wie ich ins Menü komme. Ne? War das hier? Hier ist das auch nicht. Hier. Ah, da ist es. Inventar am besten. Da haben wir ja hier. Wo hab ich hier mein Messerchen? Also erstmal die Pistole, die können wir erstmal ausrüsten. Zack, die tun wir mal hier zur Schrotflinte. Und ein Messerchen hatte ich doch noch irgendwo. Wo ist denn das? Hab ich das schon wieder fallen lassen oder wie? Shit. Ich hätte so gerne geschossen, geschnetzelt hier mit meinem schönen. Naja, ist auch egal. Hier noch irgendwas Feines. Wucht. Ermüdender, naja, gut. Macht man das mal da rein. Genau. Und noch. Die Waffe habe ich jetzt schon. Da holen wir die Schrotflinte. Quest. Mittelmäßige Pistole. Wo sind die Schrotflinte? Das ist das Gewehr. Schrotflinte hatte ich da auch noch eben irgendwo. Hä? Ach da. Genau, die kommt dann da hoch. So. Aber die nehmen wir noch nicht. Wir nehmen erstmal das hier. Oh. Sieht ja auch nett aus. So ein Kampfstab oder wie? Wo seid denn ihr alle? Ich geh mal da hoch. Oh! Los gehen wir! Rein da, ich gebe dir Deckung, alles klar. Das Schott klemmt. Meinst du die da hinten? Okay, dann gehe ich mal auf die. Yes, yes, yes. Bin ich nach Faust gewechselt, wollte ich gar nicht. So. Ja, komm nur her! Ach, ja, noch einer. Aufstieg! So. Muss ich natürlich halten. So. Guten Tag. Ich möchte dir nicht dein Anwesen nehmen, aber tut mir leid. Karl, du tötest Menschen. Oh oh. Ach, der Captain. Ach, das ist ein Boss. Wow. Na komm! Die schlägt nicht zu. So, das ist zum Glück ein bisschen langsam. The Captain! Verträgt auch nicht viel. Gleich ein paar Headshots. Und dann haben wir den platt. So, jetzt kann ich das hier aufmachen für den guten Mann. Der kriegt das ja nicht hin, dass man das hier aufkriegt. Beruhig dich mal, Mann.
Errungenschaft, der Sturm. Kapitel 1, Paradies. Hey, hey, wake up. You all right? Oh, what happened? The ship. Get up. The ship's dead in the water. Can you walk? I guess so. Where am I? Hal and I. But it's really not safe here on the beach. There's an infection, some sort of plague. God. Not again. The whole island's gone to hell. So, it's spreading. We'll talk later. Right now, you need to move. Head for the Paradise Survival Camp. Look for the big treehouse. You'll find other survivors there. Take this. In the meantime, I'll see if anyone else washed up on the beach. Und da sind wir wieder im Spiel auf einer schönen Insel. Und hier wird auch nochmal das Schöne in Dead Island klar, nämlich das Urlaubsfeeling im Endeffekt. Sieht sehr schick aus. Natürlich, wie gesagt, die Grafik ist mittlerweile schon ein bisschen veraltet. Aber sie haben es dann doch noch ein bisschen rausgekriegt, wie schön man die Sachen machen kann. Hier zum Beispiel das Wasser sieht immer noch schick aus. Und auch die Insel, alles bewegt sich, ist schon hübsch. Aber für uns heißt es jetzt leider, dass wir das Ganze beenden. Die Testphase ist erstmal vorbei. Ich muss sagen, wie gesagt, grafisch mehr auf dem alten Stand geblieben als irgendwelche Neuerungen. Finde ich ein bisschen schade, die hätten ein bisschen mehr rauskriegen können. Ansonsten Spielmechanik das gleiche in grün, dass man seinen alten Charakter hier einbinden kann, ist auch nicht schlecht, gefällt mir. Wie jetzt das Spiel sich entwickelt, kann ich ja noch nicht sagen. Ich schätze mal, da wird sich nicht viel ändern. Questmäßig bis jetzt war okay, das übliche eben, ne? Macht dies, macht das. Und wird sich auch wahrscheinlich so... Was? Schrei mich nicht so an. Wobei man sagen muss, ein bisschen hat sich die Grafik dann doch, ne? Die Schatten, weiß nicht. Nee, ist immer noch so komisch. Aber hier, ne, schon ziemlich detailliert. Hübsch ist er auch noch. Naja, gut, ich würde sagen, das war's dann mit unserem, ja, es ist kein Bentested, aber es ist, wir haben es mal ausprobiert, ne. Im Endeffekt ist es dann doch ein Bentested. Ne, ich will das nehmen, hallo? Genau. Spielt sich auf jeden Fall ganz locker. Ein paar Bugs hat es leider. Aber ich denke mal, die werden früher oder später rausgepatcht. Hoffe ich mal, dass sich da noch ein bisschen was tut. Und ja, danke fürs Zusehen. Viel Spaß bei den Let's Plays, die es auf YouTube so gibt von Dead Island Riptide. Von mir seht ihr das dann erst wahrscheinlich in 2 Monaten oder sowas. Wird ein bisschen dauern. Wir gucken uns ja erstmal Dead Island 1 an. Auf jeden Fall, bis dahin. Tschüss.